Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sarah hat gelesen und gekauft. Wisst ihr was, ich überspringe jetzt einfach das Ganze, wo ich mich und euch darauf hinweise, dass es eigentlich recht spät dafür ist für Sarah gelesen September. Es ist noch Oktober. Es ist zwar Ende Oktober, aber wisst ihr was, wir können jetzt mal darüber hinwegsehen. Ich habe im September 4 Bücher gelesen, ein paar Bücher gekauft und ein Buch abgebrochen und dieses Buch hat mich so ein bisschen frustriert, weil eigentlich war ich mir zu 95% sicher, dass das einer meiner neuen Lieblingsreihen wird und jetzt habe ich sie abgebrochen. Also hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich würde sagen, ich zeige euch immer ein Buch, das ich gelesen habe, dann ein Buch, das ich gekauft habe, dann wieder gelesen, dann wieder gekauft. So schön abwechslungsweise. Das erste Buch, das ich gekauft habe, ist die Collector's Edition von Crooked Kingdom. Das ist das Lied der Krähen von Libor Dugo. Und guckt euch dieses Buch an. Ich meine, wie kann man zu diesem Buch Nein sagen? Ihr wisst ja schon, dass ich ein Coveropfer bin. Ich bin so ein richtiges Coveropfer. Und ich bin auch ein Buchschnitt. Opfer. Und wie kann ich zu diesem Buch Nein sagen? Weil dieses Buch, guckt es euch einfach an, dieses Buch ist einfach traumhaft. Und dann hier hinten noch und der Buchrücken ist einfach auch nur wunderschön und der schwarze Buchschnitt. Oh mein Gott, ist das schön. Und dann hier drinnen hat es gelbe Karten, was auch richtig cool ist. Das gibt es auch bei der Collector's Edition von Six of Crows. So Charakterzeichnungen und die sind einfach nur so unglaublich toll. Guckt sie euch an. Sie sind einfach nur wunderschön und ich konnte nicht Nein sagen und deshalb habe ich jetzt die Collector's Edition von Crooked Kingdom auch noch. Und dann gleich nochmal ein Buch, das ich gekauft habe und zwar The Truth About Magic von Atticus. Das ist, glaube ich, das dritte Gedichtenbuch von ihm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist das dritte. Dieses Buch habe ich auch schon gelesen und es war wieder sehr schön. Es ist auf Englisch. Ich habe nicht ganz alles verstanden, aber das, was ich verstanden habe, war einfach nur so schön und Atticus hat es einfach drauf, mit Worten umzugehen. Das hat er schon mit seinen zwei anderen Büchern bewiesen. Schon da hat er bewiesen, dass er einfach nur mit Worten umgehen kann und dass er mit seinen Gedichten berührt und zum Weinen bringt und zum Lachen bringt und zum Nachdenken bringt. Und in The Truth About Magic ist es auch wieder so. Zuerst einmal, können wir bitte über dieses Cover sprechen? Dieses Cover, das ist bisher das schönste Cover von seinen Büchern, finde ich. Und auch der Inhalt ist einfach so schön. Also falls ihr gerne Gedichte lest oder falls ihr gerne mal Gedichte ausprobieren möchtet, weil vor Atticus habe ich eigentlich auch keine Gedichte gelesen, probiert es einfach mal mit Atticus aus. Und kommen wir jetzt zum ersten Buch, das ich im September gelesen habe. Und zwar ist das One True Queen von Jennifer Banker. Und bevor ich jetzt zum Inhalt komme, sind wir mal eine Runde oberflächlich, weil wir müssen dieses Cover würdigen. Dieses Cover muss man würdigen, weil es ist einfach nur wunderschön und es schimmert. Guckt euch an, wie dieses Buch schimmert. Ich kann ja dieses Buch stundenlang angucken und dann unter dem Schutzumschlag ist es auch so wunderschön und es hat eine Karte drin. Oh mein Gott. Und ich habe es auf der Frankfurter Buchmesse auch noch signieren lassen und dieses Buch, es ist ein Traum. Und es ist nicht nur von außen ein Traum, sondern auch von innen. Es ist ein geniales Buch. In diesem Buch geht es um Maylin und sie macht sich auf den Weg zu ihrem Sportunterricht, Sporttraining. Doch von diesem Sporttraining wird sie nie wieder nach Hause kommen, denn von dort wird sie nach Liaskai gebracht. Sie weiß nicht von wem, sie weiß nicht wie, sie weiß einfach nur, dass sie plötzlich in einer fremden Welt ist und dass alles in dieser fremden Welt gefährlich ist und anders ist. Und nicht nur die Umgebung ist gefährlich, sondern auch der mysteriöse Fremde, dem sie dort begegnet, ist anscheinend recht gefährlich. Und dennoch beschützt er sie von allem Gefährlichen in Liaskai. Und dann wird Maylin zum Königshof gebracht und der Star bemerkt sie, dass sie nicht zufällig nach Liaskai gekommen ist, denn Liaskai hat etwas sehr Besonderes mit ihr vor und auch etwas sehr Tödliches. Und ich finde, dass der Klappentext so ein bisschen spoilert, deshalb habe ich jetzt auch etwas aus dem Klappentext nicht gesagt, weil ich finde einfach, das spoilert ein bisschen, weil die Tatsache, die im Klappentext gesagt wird, kommt im Buch ungefähr auf Seite 190 oder so. Deshalb sage ich es jetzt nicht. Auch wenn sehr wahrscheinlich schon gefühlt jeder diesen Klappentext gelesen hat. Zuerst einmal der Schreibstil von Jennifer Banker. Ich weiß nicht, ob man ihren Schreibstil als poetisch bezeichnen kann, aber Jennifer Armstrong, nein.
Aber Jennifer Banker hat es wirklich drauf, mit Worten umzugehen. Und sie hat es wirklich drauf, die Umgebung so zu beschreiben, dass man es wirklich im Kopf hat, dass man sich wirklich alles vorstellen kann. Und ich habe auch so viele Dinge einfach so angestrichen, weil sie einfach so schöne Zitate schreibt und einfach die Umgebung so schön beschreibt. Und auch die Konversationen zwischen den Charakteren sind einfach nur so unglaublich toll. Und auch die Welt, die Jennifer Banker hier erschaffen hat, Lear Sky. Dieses Buch hat so ein bisschen Alice im Wunderland-Vibes. Nicht nur, weil Maylin halt einfach in diese Welt reingeworfen wird, sondern auch, weil Lear Sky etwas ganz Besonderes ist. Und Lear Sky ist einfach nur wunderschön. Lear Sky ist auch sehr gefährlich und verrückt und einzigartig. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, diese Welt zu entdecken, weil jedes Mal ist irgendetwas anderes gekommen. Und ich habe bisher 2 Bücher von Jennifer Banker gelesen, Himmelsfern und eben One True Queen. Und in diesen beiden Büchern habe ich gemerkt, dass Jennifer Banker auch sehr gerne mal so verrückte Dinge reinmacht und so sehr skurrile Dinge. Es gibt in diesem Buch hier eine Szene, als ich die gelesen habe. Auf der einen Seite habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das genial. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das ekelhaft. Jennifer Banker schafft es einfach so richtig skurrile und manchmal auch ekelhafte Szenen zu schreiben, die aber trotzdem so genial und schön sind. Und dann die Charaktere. Maylin gefällt mir richtig gut. Maylin ist so ein bisschen sarkastisch und sie steht auch für die Dinge ein, die sie vertritt und für die Menschen, die sie liebt. Und Maylin war mir von Anfang an sympathisch. Und der eine Protagonist hier drin, der männliche Protagonist, ich werde euch nicht sagen, wie er heißt, weil es geht ein Weilchen, bis man herausfindet, wie er heißt. Aber der mysteriöse Fremde hier drin. Oh mein Gott, er ist einfach so toll. Ich finde ihn einfach so toll. Es gab zwar Momente, da hätte ich ihm am liebsten so ein bisschen den Hals umgedreht. Zwar auf eine sehr liebevolle Art und Weise, aber trotzdem den Hals umgedreht. Aber trotzdem ist er einfach nur so unglaublich toll. Und Maylin und er zusammen. Ich liebe die Dynamik zwischen den beiden. Ich liebe die Chemie zwischen den beiden. Und dieses Buch ist einfach so toll. Es ist einfach so gut. Und dieses Ende ist so unglaublich gemeint. Und ich kann den zweiten Teil kaum erwarten. Wann kommt denn der zweite? Erscheint im Frühjahr 2020. Das ist immer so eine schöne Angabe. Frühjahr. Ja, wann ist das denn jetzt? Im März oder im Juni? Ich freue mich auf jeden Fall schon mega auf den zweiten Teil. Und der zweite Teil ist ja, glaube ich, so rosa. Der ist auch wieder einfach nur so unglaublich schön. Und ich kann euch One True Queen wirklich nur sehr, 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 sehr empfehlen. Lest dieses Buch. Und dann das nächste Buch, das ich gekauft habe, ist Ashes and Souls, Schwingen aus Rauch und Gold von Ava Reed. Dieses Buch spielt in Prag. Und Prag wird ja die goldene Stadt genannt. Doch für Mila ist eigentlich alles recht grau und trist. Denn Mila hat die Gabe oder auch den Fluch, je nachdem, wie man es betrachtet. Denn sie kann den Tod vorhersehen. Und jeder Mensch, der bald sterben wird, verblasst für sie und wird grau. Und sie versucht, diesem Fluch zu entkommen und gerät dabei in einen Kampf zwischen Licht und Schatten. Und sie findet auch recht schnell heraus, dass Himmel und Hölle ganz anders sind, als sie sich vorgestellt hat. Und dann stellt sich die Frage, für was entscheidet sich Mila? Hölle oder Himmel? Dunkelheit oder Licht? Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich bin auch gespannt, wie Ava Reed Fantasy schreibt, weil Wir fliegen, wenn wir fallen gehört ja zu meinen Lieblingsbüchern. Und Alles nichts und ganz viel dazwischen war wunderschön und ich habe auch, wie heißt denn, die Mondprinzessin? Ich glaube, es heißt die Mondprinzessin von ihr gelesen und das fand ich auch richtig toll und bin schon sehr gespannt, wie sie denn so Fantasy schreibt. Dann kommen wir nochmal zu einem Buch, das ich gekauft habe und zwar 1000 Mal schon von Mara Wolf. Und auch hier, zuerst einmal so ein bisschen oberflächlich sein, weil guckt euch diesen Buchschnitt an. Guckt ihn euch an. Er ist nicht nur einfarbig, er hat auch noch Figürchen drauf. Ich glaube, das sind Libellen. Sind das Libellen? Ich denke schon. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass das nicht alles violett ist. Hier sind einfach so Seiten, die noch weiß sind. Wir können ja darüber hinwegsehen, dass nicht alles violett ist. In diesem Buch geht es um die 18-jährige Sascha. Und sie hat beschlossen, dass sie in diesem Leben ihre Bestimmung nicht annehmen wird, denn sie will niemanden mehr wegen ihrer Seelenmagie in Gefahr bringen. Und auf der Atlantikinsel Alderney, ich weiß es nicht. Einfach auf dieser Atlantikinsel ließ sich dieses Vorhaben recht gut umsetzen, bis dann Cedric the Grey auftaucht.
Tochter und er rettet sie zuerst vom Ertrinken und dann rettet er sie auch noch von den Seelenjägern, die es auf ihre kostbare Seele abgesehen haben. Doch ihre Seele übt nicht nur auf die Seelenjäger einen unwiderstehlichen Reiz aus, sondern auch auf Cedric, denn mit einem kleinen Splitter von dieser Seele könnte er ewig leben und ich finde, das klingt richtig gut und ich habe Götterfunke von Mara Wolf gelesen, zwar nur Band 1 und der hat mich auch nicht so gänzlich überzeugt, aber ich habe mir gedacht, ich gebe Mara Wolf noch eine zweite Chance mit 1000 Mal schon und ich finde, das klingt einfach richtig gut und ich habe bisher auch schon richtig Gutes darüber gehört. Dann kommen wir zu der Reihe, die mich im September zum Verzweifeln gebracht hat, weil ich habe geglaubt, dass das eine meiner neuen Lieblingsreihen wird und mittlerweile habe ich beschlossen, dass ich diese Reihe abbreche und zwar Tochter der Götter von Amanda Bouchet. In dieser Reihe geht es um Cat und sie ist bei einem Zirkus und Cat muss sich verstecken, weil sie halt etwas Besonderes ist und ganz viele Menschen sie missbrauchen wollen. Dann wird sie vom Rebell Griffin gefangen genommen, aber Griffin ist nicht einfach nur irgendein Rebell. Er ist nämlich der Anführer der Aufständischen, die gerade den Adel entthront haben und eigentlich hat Politik Cat nie wirklich interessiert. Doch Griffin braucht ihre Hilfe und schon bald merkt sie, dass diese Begegnung vom Schicksal bestimmt wurde und es geht um griechische Mythologie und Cat ist sarkastisch und es ist auch so ein Schuss Erotik drin und ich habe wirklich gedacht, ich war mir zu 95% sicher, dass ich diese Reihe lieben werde. Deshalb habe ich auch alle drei schon gekauft. Alle drei werden jetzt auch wieder ausziehen, weil Band 1 hat mir gut gefallen. Es ist kein schlechtes Buch, aber ich habe es auch nicht so geliebt, wie ich es erwartet habe. Es ist so. Cat ist richtig sarkastisch und witzig und die griechische Mythologie hier drin ist auch richtig cool. Es ist auch spannend. Den ersten Teil fand ich richtig cool. Abgesehen von ein paar Szenen, die mir nicht so gefallen haben, war der erste Teil richtig toll. Mein Problem in dieser Reihe hat auch einen Namen und zwar Griffin. Ich kann... Am Anfang vom ersten Teil ging es noch. Am Anfang vom ersten Teil fand ich ihn eigentlich noch cool. Aber je länger die Geschichte gedauert hat und je weiter ich im ersten Teil gekommen bin, desto weniger mochte ich Griffin. Und dann habe ich den zweiten Teil angefangen. Beim zweiten Teil bin ich auf Seite... Wo bin ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, nicht weitergekommen als Seite 70 oder so. Ja, Seite 72. Ich habe noch nicht mal das Kapitel beendet. Das sagt eigentlich alles aus. Ich bin eine Kapitelleserin und den zweiten Teil habe ich mitten im Kapitel abgebrochen. Also, ja. Wo war ich jetzt gerade? Ich war bei Griffin, genau. Also, am Anfang vom ersten Teil war er mir eben noch sympathisch und er wurde mir immer wie unsympathischer, weil er ist halt so der Typ Mann, er ist so richtig der Macho und er hat das Gefühl, dass es attraktiv ist, wenn man die ganze Zeit so dominant ist und es gab wirklich so viele Szenen, wo ich gedacht habe, wenn dieser Typ jetzt noch einmal etwas anscheinend männlich Dominantes von sich gibt, dann rastet hier jemand aus und das ist nicht er. Weil er, mit der Zeit ging er mir so dermaßen auf die Nerven mit diesem Macho-Gehabe und mit diesem besitzergreifenden Getue und mit diesem dominanten Getue. Und ich habe mir manchmal einfach so gedacht, Griffin, halt die Klappe. Griffin, du gehst mir auf die Nerven. Halt einfach die Klappe. Das wurde im ersten Teil immer wie schlimmer und eben im zweiten Teil. Es gibt zwei Gründe, warum ich den zweiten Teil abgebrochen habe. Und zwar gibt es gleich am Anfang eine Szene. Da macht Griffin etwas, da habe ich mir einfach so gedacht, also jetzt bist du endgültig bei mir unten durch. Auf der einen Seite konnte ich ihn verstehen, weil ich wäre an seiner Stelle auch wütend gewesen. Aber auf der anderen Seite, wie er seine Wut zum Ausdruck gebracht hat, sagen wir es so, wie er seine Wut zum Ausdruck gebracht hat, da war bei mir einfach fertig. Nein! Und dann nach dieser Szene kam gleich eine Sexszene. Da war wieder dieses besitzergreifende und dominante Getue. Und ich habe mir einfach so gedacht, Griffin, geh doch einfach. Und dann habe ich eben noch bis Seite 72 gelesen und dann hatte ich keine Lust mehr. Griffin hatte seine guten Momente. Griffin hatte auch seine süßen Momente. Aber er ging mir einfach so auf die Nerven. Ich muss auch sagen, dass mir Cat manchmal auf die Nerven gegangen ist. Und deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich diese Reihe abbreche. Ich glaube gar nicht, wie frustriert ich war, als ich den zweiten Teil gelesen habe. Also die ersten 70 Seiten vom zweiten Teil. Weil es ist einfach ein blödes Gefühl, wenn man ein Buch liest, wo man zu 95% sicher war, dass man es liebt. Und dann geht es einem einfach nur auf die Nerven. Das ist so ein frustrierendes Gefühl und ich habe mich jetzt aber trotzdem dazu entschieden, diese Reihe abzubrechen, weil es bringt nichts, wenn ich mich jetzt noch durch zwei Bände hindurch quäle sozusagen. Aber falls ihr gerne griechische Mythologie lest,
Mit einer sarkastischen Protagonistin und Erotik. Probiert diese Reihe einfach aus, weil der erste Teil ist richtig toll. Der zweite Teil hat mir einfach so ein bisschen die Laune vermisst. Aber eben, falls ihr gerne griechische Mythologie lest, probiert das selber aus. Es ist leider nicht meins und es ist immer noch so ein bisschen frustrierend, aber das kommt vor, ne? So, haben wir genug abgelästert. Kommen wir zum nächsten Buch, das ich gekauft habe, und zwar Lovely Curse, Erbin der Finsternis von Kira Licht. In diesem Buch geht es um Aria und ihre Welt bricht zusammen, als ihre Eltern bei einem Autounfall sterben. Und dann muss sie zu ihrer Tante in die texanische Provinz ziehen. Und in ihrer neuen Schule scheint der charmante Simon ein Auge auf sie geworfen zu haben. Und auch der Schlagabtausch mit Bad Boy Dean wird zur täglichen Abwechslung, bis Aria eines Morgens mit schneeweißen Haaren aufwacht und sie ist auch nicht die Einzige, die sich über Nacht verändert hat, denn eine uralte Prophezeiung entfaltet ihre Wirkung. Das Ende der Welt naht und Aria ist die erste von 4 Todesboten. Es ist Kira Licht und es klingt genial und ich freue mich schon mega auf dieses Buch, weil auch dieses Buch soll richtig, richtig, richtig gut sein und ich bin sehr zuversichtlich, dass mir dieses Buch auch gefallen wird. Es ist Kira Licht, es kann nur toll werden. Dann kommen wir zum nächsten Buch, das ich gelesen habe, und zwar Die Arena, grausame Spiele von Hayley Barker. Diese Geschichte spielt in London und zwar in der Zukunft und dort ist die Gesellschaft in 2 Gruppen aufgeteilt und zwar in die Pures und in die Drags. Und die Drags werden von den Pures unterdrückt und dann gibt es noch diesen Drag-Zirkus und dort sind ausschließlich Drags und einer von ihnen ist Hoshiko. Und dieser Zirkus dient den Pures eigentlich zur Unterhaltung. Aber für die Drags ist das eine tödliche Angelegenheit, denn die Aufgaben und die Attraktionen in diesem Zirkus, da ist immer so eine 50-50 Chance, dass man diese Attraktion nicht überlebt und die Pures bezahlen eigentlich auch dafür, dass die Drags sterben. Und einer von diesen Pures ist Ben und Ben geht in diesen Zirkus und dann treffen Ben und Hoshiko zum ersten Mal aufeinander und diese Begegnung soll alles ändern und es war genial, es war grausam, es war ekelhaft, es war einfach nur genial. Zuerst einmal zur Klärung, es steht nicht aus Spaß grausame Spiele drauf. Also es steht grausame Spiele drauf und es sind auch grausame Spiele drin. Dieses Buch ist nichts für zart beseitete Menschen, weil in diesem Buch wird detailliert beschrieben, wie Menschen zerfetzt werden von Haien und von Löwen. Es wird detailliert beschrieben, wie Menschen verbrennen, wie Menschen verstümmelt werden, wie Menschen gefoltert werden und es ist echt krass und die ganze Zeit während dem Lesen von diesem Buch hatte ich so ein komisches Gefühl und hatte so ein trauriges Gefühl, weil Hayley Barker hat es einfach drauf, einen direkt ins Herz zu treffen. Und bevor ich dieses Buch angefangen habe zu lesen, habe ich so gedacht, dass Drags irgendwie magische Fähigkeiten haben und deshalb werden sie unterdrückt, weil der Mensch hat ja Angst vorm Unbekannten. Aber dann habe ich dieses Buch gelesen und es ist herausgekommen, dass der einzige Unterschied zwischen den Pures und den Drags der ist, dass die Pures eben rein Engländer sind. Und die Drags sind dementsprechend Ausländer. Und einfach diese Tatsache, diese ganze Gesamtsituation hat mich eigentlich durchgehend dazu gebracht, weinen zu wollen, weil es ist einfach eine frustrierende und traurige Lage, die in diesem Buch herrscht. Und es gibt auch Charaktere in diesem Buch, die hätte ich manchmal am liebsten einfach nur durchgeschüttelt und an die Wand geklatscht, weil was diese Charaktere manchmal rausgelassen haben, was diese Charaktere für Ansichten haben, besonders die Mutter von Ben. Die Mutter von Ben war des Öfteren der Grund dafür, dass ich dieses Buch einfach nur an die Wand klatschen wollte. Und Hoshiko und Ben, die sind mir richtig ans Herz gewachsen und die Charaktere drin sind einfach so gut gemacht und man fühlt so schnell mit den Charakteren mit, weil sie einfach so schreckliche Dinge durchmachen und auch die Entwicklung von den Charakteren, besonders die Entwicklung von Ben, die fand ich richtig gut. Das Einzige, was ich an diesem Buch so auszusetzen habe, ist die Liebesgeschichte. Das ist so eine typische Romeo und Julia Liebesgeschichte, weil die zwei kennen sich seit, glaube ich, 3 Tagen und sind schon bereit für den jeweils anderen zu sterben. Und wenn man bedenkt, dass Hoshiko die Pures hasst, dann sind 3 Tage schon echt schnell für die Tatsache, dass sie bereit ist, für Ben zu sterben. Die Liebesgeschichte ist nicht meine Lieblingsliebesgeschichte. Für mich ging sie eindeutig zu schnell. Aber dieses Buch ist ja nicht wegen der Liebesgeschichte so genial, sondern weil
weil dieses Buch mich berührt hat, weil dieses Buch mich zum Heulen gebracht hat, weil dieses Buch mich zum Nachdenken gebracht hat und dieses Buch ist einfach richtig genial. Dieses Buch ist ekelhaft genial und ich sag's nochmal, es ist nichts für zart beseitete Menschen. Was ich an diesem Buch auch richtig toll finde, sind die Kapitellängen, weil ich glaube, das längste Kapitel ging 6 Seiten oder so und manchmal ist es auch so gemacht, dass ein Kapitel so 1,5 Seiten geht, das heißt 1,5 Seiten aus Hoshikos Sicht und die nächsten 1,5 Seiten sind eigentlich nochmal genau die gleiche Szene, einfach aus Bens Sicht und das ist so gut gemacht und ich liebe dieses Buch einfach. Und im November erscheint auch schon der 2. Teil und ich kann den 2. Teil nicht erwarten, weil erstens mal der Cliffhanger am Ende hier und dann habe ich auch noch den Klappentext vom 2. Teil gelesen und der 2. Teil wird genial. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur sehr empfehlen. Es war einfach nur genial, genial, genial. Dann das nächste Buch, das ich gekauft habe, ist Awakening Terror Nummer 1 von Jennifer Ellis Jäger. Ich glaube, das ist der 1. Teil einer 4-teiligen Reihe. Ich bin mir nicht ganz sicher. In diesem Buch geht es um eine Welt in der Zukunft und auf dieser Welt herrschen Naturkatastrophen. Pflanzen zerstören ganze Städte und Pflanzen greifen auch Menschen an. Und dann macht sich Eddie auf die Suche nach der Ursache und trifft dann auf einen rätselhaften Jungen, der von dieser Zerstörung komplett unberührt scheint. Und dieser Junge erzählt Eddie dann, dass das erst der Anfang ist und dass die Erde selbst die Schnauze voll hat sozusagen von der Menschheit und sich selber von der Menschheit befreien möchte, das heißt die Menschheit auslöschen möchte. Und Eddie ist auch auf eine unerklärliche Weise mit der Natur verbunden. Und dann hat Eddie eine Vision und zwar liegt das Schicksal der Welt in den Händen von ihr und 3 Jugendlichen. Aber diese Jugendlichen sind durch ganze Kontinente getrennt, aber nur gemeinsam können sie die Welt retten und ich finde, das klingt einfach genial. Ich finde, es ist eine richtig coole Idee, wenn mal so die Natur der Feind vom Mensch ist, weil jetzt ist es ja gerade so, dass der Mensch der Feind von der Natur ist. Aber ich finde die Überlegung richtig cool, wenn man mal so überlegt, was ist, wenn die Natur zurückschlägt? Hat der Mensch dann wirklich noch so Chancen, gegen Naturkatastrophen anzukommen? Ich finde, das klingt einfach richtig cool und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie mir dieses Buch gefallen wird. Und dann das letzte Buch, das ich im September gelesen habe, ist Im Schatten des Fuchses von Julie Kagawa. Und in diesem Buch geht es um die Gestaltenwandlerin Yumeko und sie lebt bei Mönchen in einem Kloster. Und dann wird dieses Kloster angegriffen und Yumeko muss mit einer wichtigen Schriftrolle fliehen und sie muss diese Schriftrolle an einen bestimmten Ort bringen, weil diese Schriftrolle ist Teil eines großen Ganzen und dieses große Ganze muss verhindert werden. Und auf dem Weg zu diesem bestimmten Ort trifft sie auf den Samurai Satsumi. Und zunächst ist sie überglücklich, dass sie Satsumi getroffen hat, weil der Weg zu diesem bestimmten Ort ist halt gefährlich. Aber da merkt Yumeko, dass Satsumi nach etwas Bestimmtem sucht und ausgerechnet das hat Yumeko. Das heißt, Yumeko muss Satsumi verschweigen, dass sie eigentlich das hat, was Satsumi will. Und Satsumi hat auch noch ein gefährliches und düsteres Geheimnis und dieses Geheimnis könnte beide umbringen, besonders wenn sich die beiden verlieben und dieses Buch war auch einfach nur genial. Ich liebe dieses Buch. Julie Kagawa gehört zu meinen Lieblingsautorinnen und ich habe mich mega auf dieses Buch gefreut, weil es ist so asiatisch angehaucht mit Samurai und Drachen und Gestaltenwandlern und der Schreibstil von Julie Kagawa ist einfach mega angenehm und locker und flüssig. Das Einzige, was mein Lesefluss in diesem Buch so ein bisschen gestört hat, sind diese asiatischen Begriffe, weil hier hinten drin gibt es zwar ein Glossar, einen recht großen Glossar, der über 3,5 Seiten geht und hier werden halt alle Begriffe erklärt wie Daikon oder Geta oder Hakama. Es ist so, dass manche Begriffe direkt in der Geschichte erklärt werden. Aber dann gibt es auch Szenen, wo die Begriffe einfach reingeworfen werden und dann wird von einem erwartet, dass man weiß, was es ist. Und ich musste halt einfach des Öfteren so Wörter nachschlagen, hinten im Glossar und dann weiterlesen. Und es hat so ein bisschen meinen Lesefluss gestört. Aber so ab der Hälfte von dem Buch war das gar nicht mehr so störend, weil viele Wörter haben sich halt einfach wiederholt und ich wusste ja schon, was sie heißen, weil ich sie vorher schon nachgeschlagen habe. Und je mehr ich von diesem Buch gelesen habe und je mehr ich in der Welt drin war, desto weniger musste ich nachschlagen. Und das ist aber auch das Einzige, was ich so auszusetzen habe an diesem Buch, weil ansonsten ist dieses Buch einfach nur genial. Yumeko ist eine richtig tolle Protagonistin. Yumeko ist
frech. Und was ich an Yumeko einfach mega sympathisch finde, ist, dass sie schon so ein bisschen naiv und gutgläubig ist, weil sie war ihr ganzes Leben halt im Kloster und war nie draußen und jetzt geht sie raus in die böse, gefährliche Welt. Und es gibt einfach so viele Szenen, wo sie einfach so niedlich ist, weil sie halt einfach so naiv und gutgläubig ist. Aber dadurch, dass sie so naiv und gutgläubig ist, hat sie halt auch andere Sichten auf Dinge. Und das war einfach so interessant und auch so süß. Und dann ist auf der anderen Seite Satsumi. Und was ich richtig toll finde, ist, dass es aus beiden Sichten geschrieben ist. Also aus der Sicht von Satsumi und aus der Sicht von Yumeko. Und ich habe so das Gefühl, dass man Satsumi im ersten Teil noch nicht wirklich kennengelernt hat. Jedenfalls nicht den richtigen Satsumi. Weil, sagen wir so, Satsumi hat so ein Problem mit einem Dämon. Und deshalb kann er nicht wirklich er selbst sein. Und er ist sehr verschlossen und sehr ruhig. Und er redet nicht viel und er redet auch gar nicht gerne über sich selber. Aber es gab immer wieder mal so Momente, wo so der richtige Satsumi zum Vorschein kam. Und ich freue mich schon mega auf die Folgebände und ich freue mich schon mega darauf, Satsumi so richtig kennenzulernen. Und man könnte schon fast sagen, dass in diesem Buch eigentlich keine Liebesgeschichte existent ist. So auf den letzten 100 Seiten kann man ahnen, dass sich ganz langsam etwas zwischen Yumeko und Satsumi anbahnt. Aber es ist sehr ruhig und es ist extremst im Hintergrund. Und ich finde es einfach nur genial, weil ganz ehrlich, Satsumi und Yumeko haben wichtigere Dinge zu erledigen und es ist einfach so gut. Und auch der Weltenaufbau, dieses ganze Asiatische mit diesen ganzen Wesen und diesen Geistern und Drachen und dann gibt es noch Gestaltenwandler und Samurai und Schattenkrieger und es ist einfach so gut. Und auch das Ende von diesem Buch. Ich habe mich leider für das Ende gespoilert, weil ich, Jenny, habe zuerst den Klappentext vom zweiten Teil gelesen, weil ich nicht wusste, dass es der zweite Teil ist. Und deshalb habe ich mich für das Ende gespoilert. Aber das Ende im Epilog. Trick Hangover hat es einfach geschafft, im Epilog nochmal etwas reinzuwerfen, das einfach so viel in Frage stellt und das einfach so viele Fragen aufwirft und ich brauche den zweiten Teil. Ich freue mich sehr. Lest dieses Buch. Und dann das letzte Buch, das ich gekauft habe, war in einer Bücherbox und zwar Novembers Tränen von Mina Teichert. In diesem Buch geht es um die 16-jährige November und sie ist ein Winterkind und wie jedes Winterkind hat sie eine spezielle Gabe. Doch die Gabe, die in ihren Tränen drin ist, ist dunkel und eine einzige Träne kann über Leben und Tod entscheiden. Und es ist eine sehr machtvolle Gabe, die natürlich sehr viele missbrauchen möchten und die nicht in die falschen Hände geraten darf. Und ich glaube, dann kommt noch irgendwie so ein Typ, der ein besonderes Interesse an ihr hat und eine diffuse Vergangenheit und es klingt cool. Ich glaube, ich hätte es nicht gekauft, wenn es nicht in dieser Box gewesen wäre. Aber es klingt interessant. So, das waren die Bücher, die ich gelesen und gekauft habe. Ich versuche jetzt jedes Mal die Bücher wieder so zu zeigen. So, das... Oh nein, nein, nein. Es fühlt sich schon unstabil an. Oh, das sind die Bücher, die ich gelesen und gekauft habe im September. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Bücher ihr so im September gelesen und gekauft habt. Ob ihr schon eines dieser Bücher gelesen habt. Und jedes Mal hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.